Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam meine Neuzugänge aus dem April 2019 an und stellen uns die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Und es sind wohl 14 Bücher im April bei mir eingezogen, das habe ich der Statistik noch entnommen. Über alles andere bin ich jetzt gemeinsam mit euch überrascht, was so gelesen wurde, was angekommen ist, was davon vielleicht noch auf dem Sub liegt. Ich bin mega, mega neugierig und freue mich jetzt, gemeinsam mit euch das Neuzugänge-Video anzusehen. Ja, und da hat die Steffi gefühlt das fast gleiche T-Shirt an. Also diesmal goldene Flamingo, da sind es, glaube ich, silberne Schmetterlinge. Ja, aber die Farbe steht mir nach wie vor gut. Und die Haare sind auch noch so kurz. Es ist, sehr verrückt. Das erste Buch ist von Adriana Popescu, Morgen irgendwo am Meer. Ich liebe die Bücher von Adriana. Ich habe gefühlt alles verschlungen, außer ihre New Adult Bücher. Ich liebe es, wenn sie Jugendbücher schreibt, Erwachsenenromane, Krimis, wenn sie Liebesromane schreibt. Ich bin ein großer, großer Fan ihres Schreibstils. Ich mag auch in diesem Fall, mochte ich den Roadtrip super gerne. Ich fand es toll, diese Jugendliche zu erleben, sie kennenzulernen, mit ihnen zu reisen. Auch so ein bisschen ein Stück in diesem Sommer am Meer irgendwie erwachsen zu werden, war ein ganz, ganz tolles Buch. Habe ich, glaube ich, auch gefühlt wirklich gleich im April verschlungen und mochte es super, super gerne. Auch das Cover ist wirklich ein kleines Träumchen und das habe ich super gerne gelesen. Dann habe ich von Joel Dicker das Verschwinden der Stephanie Mailer gelesen. Ist, glaube ich, ja mein zweites Buch von ihm. Und das Buch, man muss aber sagen, bei Joel Dicker, ich finde, dass er schreiben kann. Ich finde, dass er eine ganz besondere Art hat, Dinge zu erzählen, Dinge rüberzubringen, wie er ja auch Geschichten im Grunde wahrnimmt und wie er sie weitergibt. Ich habe das gehört und es hat mir auch gut gefallen, aber es war schon der zweite Dicker, der eben doch so die ein oder andere Schwachstelle hat. Unter anderem, dass er doch manchmal nicht so richtig zu Potte kommen, wie man so schön sagt. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Das würde ich mir mehr wünschen. Es ist an mancher Stelle, verläuft es sich auch und deswegen war es nicht so ein ganzes Highlight. Dann Buddhismus für Mensch und Tier von David Michie. Für mich ein absolutes Highlight auch. Im letzten Jahr hat mir super gut gefallen, hat mir viel Lesespaß gebracht. Ich mochte die Katze des Dalai Lama vom Autor. War hier sehr gespannt, was er uns im Grunde mit dem Buddhismus für Mensch und Tier erzählen wollte. Ich fand es sehr faszinierend. Wie auch meine Katzen zum Beispiel auf den Tipp reagiert haben, dass man seine Tiere zur Meditation, zum Yoga einladen soll. Einfach auch die Energie, die man dann im Grunde dadurch im Grunde erzeugt, dass das eben die Tiere auch spüren können. Und das fand ich super faszinierend und ich konnte und kann das immer wieder bei meinen Katzen selbst feststellen, dass wenn ich die dazu einlade, dass sie da im Grunde irgendwie mitmachen. Ja, Quicksand von Marlin Persson Giotto. Cool, ich kann es gerade nicht lesen. Der Lesegrund, dass es eine Netflix-Serie wurde. Ich mochte das Buch unglaublich gerne. Ich fand es super faszinierend, dass wir hier ein junges Mädchen haben, das dabei war, als im Grunde ein Jugendlicher in der Schule ausgeflippt ist, um sich herumgeschossen hat, im Grunde ein Attentäter. Sie mit dabei war, sie auch vor Gericht steht. Das erfahren wir alles zu Beginn und wir dann eben das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre von ihr erfahren, wie es dazu kam, welche Verbindungen sie auch zu dem hat, der ja scheinbar der Anführer war, der den Hauptgrund hatte, zu schießen. Ich mochte ihre Perspektive. Die Serie war leider nur mehr oder weniger okay. Von der lieben Annalena Kanau habe ich Fortune Cookie Love gelesen und das hat mittlerweile auch ein anderes Cover. Mir gefällt das hier genauso gut wie jetzt auch das neue. Wir haben hier eine Protagonistin, die ja im Grunde Glücks rechnet, Glück und Unglück aufhebt und immer wenn sie zu viele Tage sich zu viele Glückspunkte gegeben hat, ist sie ein bisschen abergläubisch und sagt, irgendwas muss jetzt passieren und sehr oft ist es dann tatsächlich so. Ob es eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, das weiß man natürlich nicht, aber sie trifft hier auf einen jungen Mann, der ihr zeigt, dass das Leben eben nicht einfach nur eine Rechnung von Glück und Unglück ist. Und das war eine richtig, richtig schöne Geschichte. Dann In Liebe, Chanel von Anna Kupka. Ja, da hat mich das Cover angesprochen, die Idee mit Chanel. Ich glaube, ich habe die Geschichte abgebrochen. Ich bin, glaube ich, nicht so richtig warm geworden mit dieser Reihe. Das war ja der Auftakt einer Reihe. Ich fand aber die Idee irgendwie cool, aber es konnte mich nicht überzeugen, konnte mich nicht begeistern und ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig an den Plot erinnern, aber
Ja, ich glaube, sehr weit bin ich in der Geschichte tatsächlich nicht gekommen. Dann Das bedrohte Glück von Ellen Carster ist der dritte Teil der Hansensaga, wo ich ja den ersten Teil richtig super fand, gerade weil wir viel in Kamerun unterwegs waren, weil wir ja auch so 100 Jahre zurück waren oder sogar länger, ich glaube 1890, so in den Kolonialzeiten. Da geht es um Kaffee und Kakao, es geht um im Grunde drei Brüder und um die Tochter, die eben jetzt mit nach Kamerun im ersten Teil gegangen ist, dort auch so ein bisschen ihre Liebe gefunden hat. Der dritte Teil, ich glaube, ich habe den sogar abgebrochen. Ich habe den, glaube ich, gar nicht weitergelesen. Ich fand den zweiten Teil schon nur noch so okay. Ich mochte so manche Entwicklung in den Erzählsträngen nicht. Aber der dritte Teil, ich weiß gar nicht, ob ich den beendet habe. Ich weiß, es gibt mittlerweile einen vierten Teil. Ich dachte ja auch, dass der dritte der letzte ist, dass es eine Trilogie wird. Aber es, soweit ich weiß, ist der vierte Teil jetzt auch erschienen. Es war an mancher Stelle einfach zu einfach und an anderer Stelle zu viele Probleme, wo eigentlich gar keine sind. Man sich ganz oft gefragt hat, können die Leute nicht einfach miteinander sprechen und ja, das, was ich mir so ein bisschen erhofft hatte, dass es an die Clifton-Saga rankommt, das war leider nicht gegeben. Dann ist von Tom Abrahams Die Farm bei mir eingezogen. Das ist, glaube ich, der erste Teil der Traveller-Reihe und ich habe den ersten Teil gelesen, fand ihn auch gut, es war aber nicht so, dass ich direkt danach das Bedürfnis hatte, es weiterzulesen. Wir haben hier ein postapokalyptisches Szenario. Wir haben hier eben ja tatsächlich einen, der wie auf einer Art Farm lebt, die auch bewacht. Und irgendwann ist es halt dann wie häufig der Fall, dass eben Fremde auf seinem Grundstück ankommen und ja diese Idylle im Grunde zerstören, indem sie, glaube ich, ihren Sohn irgendwie noch sucht, der von Banden irgendwie gefangen gehalten wird. Und ja, es war okay, aber mehr auch nicht. Dann ist Land of Stories bei mir eingezogen. Auch der erste Teil, den ich dann aber, glaube ich, ich hatte ihn gar nicht als E-Book, sondern ich habe ihn als Hörbuch gehört. Und ich mochte den ersten Teil ganz gerne, hatte aber so ein bisschen mit dem sehr kindlichen Stil und dieser kindlichen Welt so meine Probleme. Deswegen habe ich auch tatsächlich gar nicht weitergehört, obwohl ich die Geschichte fantastisch fand. Ich mochte ja dieses Worldbuilding, ich mochte dieses Zeichnen von Gut und Böse und was die erlebt haben, aber weiter hat es mich dann nicht gezogen. Ja, der erste Teil von Auris ist erschienen von Vincent Cliche. Nach einer Idee von Sebastian Fitzek habe ich als E-Book gehört, habe aber im Nachgang gehört, dass wirklich das Hörbuch viel, viel besser sein soll, weil man eben wirklich dieses Gefühl hat, wenn hier eine Podcasterin spricht, jemand, wir haben hier einen Kommissar, also einen Polizisten, der sich aufs Hören fokussiert, dass das eben als Hörbuch viel besser war. Es kommt jetzt im April, Mai, Auris 2 heraus, der zweite Teil dieser Hegel-Reihe. Ich bin sehr, sehr neugierig, was uns hier erwartet. Ich mochte den Stil von Cliche super gerne. Ich mochte es tatsächlich, wie er Spannung schafft, wie er die Geschichte ja so richtig einen mitreißt dazu, wie er einen da reinzieht. Und ich mochte auch diese Idee, dass jemand so dieses absolute Gehör hat und dadurch eben wirklich feststellen kann, wie sieht der Täter aus? Ist der groß, klein, dick, dünn, Raucher, was auch immer? Das fand ich total faszinierend und mochte auch so die Story, auch so dieser Gedanke, ja, warum sitzt der im Gefängnis, wie kann man das auflösen? Das hat Cliche für mich wirklich sehr gelungen gemacht. Auch sehr toll fand ich Sterne, wie man nur, nein, sieht man nur im Dunkeln von Maike Werkmeister. Es ist einfach zu klein. Ein Hörbuch, was mich letztes Jahr überraschend begeistert hat, weil es hier schon so einen Wohlfühlroman hat. Wir sind an der Nordsee und ja, eine junge Frau besucht im Grunde ihren alten Heimatort und trifft dort auf eine frühere Freundin, wo die Freundschaft irgendwie auseinanderging. Sie jetzt aber merken, oh, wir suchen doch noch irgendwas beieinander. Und es hat eben wirklich diesen Fokus Freundschaft, dass eben auch Freundschaft vergehen kann, dass man da sich auch trennen kann, dass man sich aber auch wiederfindet. Und ich fand es so toll, dass es mal nicht irgendwie so eine Liebesgeschichte war, die man wieder aufwärmt, sondern dass eben auch mit Freundschaft möglich ist. Und das hat mich sehr berührt, sehr begeistert. Und es kommt jetzt, glaube ich, auch im April, Mai, ja, das zweite Buch der Autorin raus oder das nächste. Und darauf freue ich mich tatsächlich auch sehr. Beim nächsten Buch wurde ich von der lieben Susi angefixt. Immer noch Wir von Elia Janus. Ja, eine Geschichte, die mich auch sehr begeistert hat, die auch etwas ganz Besonderes hatte, obwohl es doch sehr klassisch eine Geschichte ist, die erzählt wurde, die mir aber doch sehr gut gefallen hat. Ich fand
den Schreibstil von Ella Younes, das ist einfach zu weit weg, fand ich super, super schön und ich mochte, wie die Geschichte erzählt wird, wie wir da eingebaut wurden, wie die Charaktere gezeichnet wurden, auch die Tiefgründigkeit, auch ja, so dieses Ganze drumherum. Also ich habe noch ein sehr, sehr wohliges, warmes Gefühl, wenn ich an die Geschichte denke und es hat mich auch sehr berührt. Es hat mich ja, sehr im Inneren mitgerissen und ja, kann ich nur empfehlen, hat mir damals super gut gefallen. Ja, redet die Steffi so ein bisschen um den heißen Brei. Da, 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 da. Ja, wer weiß, was sie jetzt, ja, die Vergangenheit, Steffi, ja. Ah, ein Stephen King ist eingezogen und wie es so sein sollte, habe ich den tatsächlich im April jetzt gelesen, im Kabinett des Todes. Bei mir ist tatsächlich gebraucht, ich glaube, bei Minimops, ja, die Heine-Taschenbuchausgabe eingezogen und ja, ich habe die dann getauscht mit der lieben Becky, hatte ja dann jetzt die Ullstein-Ausgabe und wir haben die Geschichten jetzt zusammen gelesen im April, im King im Aprilmonat. 15 Kurzgeschichten, ich glaube, im Durchschnitt hat die Sammlung von mir eine 3,7 bekommen, was wirklich mega ist für Kurzgeschichten von King. Es waren auch 5 Highlight-Geschichten drin und ich glaube jeweils 4, 3 und 4 Sterne. Und ja, absolut toll. Und darin war auch eine Geschichte vom Dunklen Turm und die lese ich jetzt auch dann weiter. Ich glaube, mein Puma-Pfeil von Lydia Möcklinghoff ist ebenfalls gebraucht durch Medimops bei mir eingezogen. Von ihr hatte ich in Podcast-Folge gehört bei Erik Lorenz in der Weltwach-Podcast. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Ja, ich weiß gar nicht, woran das so richtig liegt. Ich habe es irgendwie verdrängt. Ja, bei ihr geht es tatsächlich um natürlich irgendwo draußen die Welt zu entdecken, Tiere ins Herz zu schließen und ging, glaube ich, da auch um Ameisenbären, wenn ich mich recht erinnere. Und ich fand das so faszinierend, wie sie darüber gesprochen hat, ja, dass ich das einfach haben musste und mir dann gebraucht geholt habe. 14 Bücher sind bei mir eingezogen und ein Buch wurde noch nicht gelesen. Mal wieder finde ich ein sehr, sehr guter Schnitt. Es freut mich immer, wenn ja, da nicht ganz so viel übrig bleibt. Das Buch von Lydia Möcklinghoff werde ich mir jetzt mal ja, so zur Seite legen. Vielleicht schaffe ich das jetzt so ein bisschen im Frühling noch nachzulesen. Ja, eigentlich komisch, dass man manchmal so den Drang hat, man braucht was direkt und irgendwie vergisst man es dann. Oder, keine Ahnung, steht dann halt im Regal mit leider sehr vielen anderen Büchern. Aber ja, ein Buch nicht gelesen, finde ich super. Vielleicht kennt ihr ja auch eins der vorgestellten Bücher. Das könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht kennt ihr auch explizit dieses Buch. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da ein bisschen schwärmt und mir noch mehr Lust auf das Buch macht, als ich eigentlich gedanklich eh schon drauf habe. Ich hoffe auch, dass das Video euch wieder Spaß gemacht hat. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.